Genau, den Klimawandel, den sehen wir schon ganz deutlich in den Betrieben. Wir sehen das daran, dass wir trockene Jahre haben. 2017 war ein sehr nasses Jahr, das war auch gar nicht gut. Wir hatten Sauerstoffmangel dadurch im Wurzelbereich. Das hat sich negativ ausgewirkt. Wir haben den Spätfrost, wir haben eine erhöhte Globalstrahlung, was zu Sonnenbrand an den Früchten führen kann. Das sind alles Dinge, womit der Betrieb fertig werden muss. Ein bisschen kann die Technik unterstützen, aber ganz viel ist eben einfach Umwelt gegeben und damit muss man dann zurechtkommen.